Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Special-Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Elvib Bestwin. Wir feiern auch dieses Jahr wieder das Fest der Wiedergeburt, mein Lieblings-Event, was so die Jahreszeit angeht. Und ja, wir beginnen das diesmal hier an der Sonnenküste. Schade. Gerade eben, kurz bevor ich die Aufnahme angeworfen habe, war hier hinter dem über dem Leuchtturm ein tolles Feuerwerk. Leider hat es aufgehört, kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Naja, kommt bestimmt wieder. Und dann kann ich es vielleicht nochmal aufnehmen. Ich weiß wie jedes Jahr nichts über dieses Event. Außer, was ich schon gehört habe, es schließt wohl an das Sunrise Festival, das Sommerfest an. Ja, das habe ich dieses Jahr gar nicht gespielt, deswegen hoffe ich, dass man da jetzt keine Vorkenntnisse braucht. Okay. Reden wir mit Pobiano. Pobiano, okay. Ach, du bist doch die Abenteurerin, die damals beim Feuermondreigen dabei war. Das diesjährige Fest war übrigens auch ein voller Erfolg. Ah, cool, die haben sogar hier mitbekommen, dass ich gar nicht dieses Jahr mitgemacht habe. Nach der großen Feier geht es nun ans Aufräumen. Dieses Mal sind viele Besucher gekommen. Daher ist leider auch ziemlich viel Müll liegen geblieben. Da im Anschluss an den Feuermondreigen traditionell das Fest der Wiedergeburt stattfindet, möchten wir auch aus Respekt vor den Opfern der siebten Katastrophe den Strand sauber hinterlassen. Aber wenn nur wir Komitee-Kaskadeure mit anpacken, wird das sehr anstrengend. Es ist mir zwar etwas unangenehm, dich mit solchen Kleinkram zu behelligen, aber könntest du uns beim Aufräumen unter die Arme greifen? Wenn du uns helfen möchtest, dann bring bitte den aufgesammelten Müll zu mir. Hier werden wir ihn trennen und fachgerecht entsorgen. Ah, Moment, da ist wieder das Feuerwerk. Mach mal das Interface weg und wir schauen uns das Feuerwerk an. Schon schön. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert. Sie ist ein bisschen zu wiederholen. Ich meine, ich könnte jetzt aufhören, aber eben gab es noch ein echt tolles Finale. Wenn es jetzt noch länger dauert. Ich nehme jetzt einfach mal weiter auf. Wenn das sich jetzt noch zu lange wiederholt, springe ich jetzt an der Stelle einfach mal vor zum Finale.
So, das war echt schön. Jo, okay, machen wir weiter mit der Quest. Wo müssen wir denn hin? Ah, da hinten gibt es wohl Müll aufzusammeln. Eine zurückgelassene Angelrute, okay. Ein zurückgelassenes Papier. Und eine zurückgelassene Flasche. Okay, dann bringen wir den Müll zurück zu Popayano. Hast du viel Müll aufgesammelt? Jo, habe ich. Vielen Dank für deine Hilfe. Ein zugemüllter Strand wäre kein passender Schauplatz für das Feuerwerk zum Andenken an die siebte Katastrophe gewesen. Ja gut, ich habe mir das Feuerwerk trotz vollgemülltem Strand schon angeschaut. Übrigens, hier in der Flasche, die du aufgesammelt hast, ist etwas, das wie ein Brief aussieht. Wollen wir ihn herausholen und mal nachschauen, was da drin steht? Der silbern Überfangene glüht herab ein Lohenregen, Unheil von der Düsteres aus Tiefen. Doch ihr selbst seid nicht mehr zu entziffern. An den feuchten Stellen ist die Tinte zu verschmiert. Aber glüht herab ein Lohenregen und Unheil von der Düsternis, das klingt nicht gerade friedlich, stimmt's? Vielleicht ist das ja eine Warnung. Die Vorhersage einer neuen Katastrophe oder so. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken, aber ein mulmiges Gefühl habe ich hierbei schon. Was nun? Ich kann hier unmöglich weg, bevor wir mit dem Aufräumen fertig sind. Könntest du mir noch einen Gefallen tun und diesen rätselhaften Brief zu Bran in Limsa-Lominsa bringen? Er ist Reporter bei der Limsa Rundschau. Vielleicht weiß er mehr damit anzufangen. Tut mir echt leid, dass ich dich damit behellige, aber es springt dabei auch eine Belohnung für dich heraus. Okay, dann direkt ab nach Limsa-Lominsa. Ah, da steht er ja schon. Kennen wir uns? Nein, ich kenne dich nicht. Aber du kennst sicher mich, Bran, den rasenden Reporter der Limsa Rundschau. Du bist hier, um mir brandaktuelle Neuigkeiten zu überbringen, habe ich recht? Ja, hier ist ein rätselhafter Brief. Pobiano hat dich damit beauftragt, mir diesen Brief zu zeigen? Lass mal sehen. Aha, das ist ja. Warte kurz, bin gleich wieder da. Okay, ich warte. So, da bin ich wieder. Ich habe mal etwas im Archiv gestöbert. Diese Handschrift gehört zweifellos dem fahrenden Sänger, über den ich schon seit einer ganzen Weile einen Artikel schreiben will. Was hier steht, sind Fragmente des siebten Absatzes aus Mezaias Prophezeiung, welcher am Ende der sechsten Ära des Lichts entdeckt wurde. Wenn du gestattest, werde ich sie hier nun rezitieren. Bald sinkt herab die sechste Sonne, indes der silbern überfangene Mond zum siebten Lauf ein Schimmern sendet. Da glüht herab ein Lohnregen aus Wolken,
denen Höllenchaos innewohnt und unheilvolle Düsternis aus tiefen Schlünden, die nicht endet. Doch kalte Asche birgt schon ferner Tage zarten Keim. Ihr selbst seid es, ein Schwertstreich, der mit Todesmut Dämonen tilgt. Ein sanfter Lichterschein, den Bestien, so scheuen wir ihr eigen Blut. Heute hat sich die Ansicht etabliert, dass mit diesen Versen die 7. Katastrophe angekündigt wurde. Aber was hat es jetzt mit diesem Brief auf sich? Da hilft uns nur eins, knallhart recherchieren. Wie es der Zufall will, ist der Verfasser des Briefes der fahrende Sänger anlässlich des Festes der Wiedergeburt gerade in Uldar. Gehen wir zu ihm. Okay, also ab nach Uldar. Wo ist er? Ah ja, okay. Da ist er. Also einmal schnell hin zu ihm. Im Grunde genommen ist er ja da, wo er jedes Jahr steht. Also da gleich da hinten. Ich nehme an, du möchtest meinen Werken lauschen. Ein Interview für die Limser Rundschau? Gut, genehmigt, aber bitte nur Fragen zu meinen Fachgebieten. Besten Dank. Um gleich zum Punkt zu kommen, wir möchten euch gerne zu diesem Brief befragen, den diese Abenteurerin in einer Flasche am Strand gefunden hat. Ja, ich erinnere mich. Diesen Brief habe tatsächlich ich geschrieben. Vor langer Zeit war das, noch vor der 7. Katastrophe. Als der blutrote Mond Dalamut Angst und Schrecken verbreitete, hielt ich mich gerade in einem Bauerndorf in der Nähe von Rotgischt auf. Damals wurde die Gegend noch nicht Sonnenküste genannt. Ich wollte die Abenteurer vor der Katastrophe warnen, um möglichst viele Leute nah und fern zu erreichen, habe ich vom Strand aus Briefe in Flaschen gesteckt und diese der Strömung übergeben. Ich hätte nicht gedacht, dass das Meer noch nach so langer Zeit einen davon wieder hergeben würde. Gerade kommt mir ein Lied in den Sinn. Lausche ihm, dem Gesang, der geboren wurde durch einen die Zeit überdauernden Brief. Ganz viele Elves. Willkommen, Kriegerin des Lichts. Wundere dich nicht. Wir befinden uns hier in einer Welt außerhalb der dir vertrauten Welt. Vielleicht ist all das, was du hier siehst, nur ein Traum, eine Illusion. Vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls freue ich mich, dich wiederzusehen. Seit du in diese Welt kamst, ist bereits einige Zeit vergangen. Jetzt wäre es wohl angebrachter, dich Kriegerin der Dunkelheit zu nennen, nicht wahr? Spoiler! Naja, kleiner Heavensward-Spoiler, werdet ihr schon überleben.
Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt hier. Auch für mich ist schon viel Zeit vergangen, seit ich den Riss zwischen den Dimensionen durchquerte und in diese Welt kam. Nur deine Abenteuer ermöglichen es uns, immer noch hier zu verbleiben und das Rad der Geschichte dieser Welt weiterzudrehen. Oder anders ausgedrückt, deine Abenteuer sind ebenso auch unsere Abenteuer. Auf unseren Reisen treffen wir stets auf neue Freunde. Doch auch schmerzhafte Momente, in denen wir Lebewohl sagen müssen, sind Teil unserer Geschichte. Aber egal wie viele Probleme es zu überwinden gilt, letztendlich hilft uns jedes Hindernis dabei, selbst zu wachsen. Deswegen liegen uns diese Welt und du so sehr am Herzen. Ich werde auch weiterhin in dieser Welt weilen und deine Geschichte in Liedern erklingen lassen. Diese grandiose Geschichte, die wir gemeinsam besingen, ist noch lange nicht zu Ende. Ah, das ist cool, wenn das Naoki Yoshida sagt, weil es gab schon irgendwelche Fanspekulationen, weil sich die Geschichte wahrscheinlich langsam dem Ende nähert mit Shadowbringers, dass es vielleicht das letzte Add-on ist. Was ich zwar nie geglaubt habe, aber schön, wenn es hier Naoki Yoshida auch nochmal in-game mehr oder weniger bestätigt. Nun möchte ich dich aber nicht weiter aufhalten. Immerhin liegt noch viel vor dir. Es wird Zeit für dich, in die Welt, aus der du kamst, zurückzukehren. Übrigens, außer mir gibt es noch viele andere, die dir etwas mitteilen wollen. Aber wir werden schon einen Weg finden, dir ihre Nachrichten zukommen zu lassen. Wir werden deine Aktivitäten jederzeit gespannt verfolgen. Du die Welt bereisende Heldin, irgendwann, irgendwo sehen wir uns wieder. Das war ein herausragendes Lied. Das wird ein sensationeller Bericht. Ich werde mich sofort an den Zeitungsartikel setzen und verabschiede mich daher nun. Bestelle Pobiano schöne Grüße von mir. Die siebte Katastrophe hat eine Menge Opfer gefordert. Doch Eosea erblüht von Neuem und Abenteurer wie du beschreiten den Weg in eine neue Zukunft. Daher möchte ich dich mit einem weiteren Lied beschenken. O Heldin einer Welt neu geboren, brachtest den Völkern den Frieden, enthüllst, was schien schon verloren, azurblau die Himmel aufschienen. Im blut'gen Sturm aufflammend, befreitest die Völker von fremder Macht, das gleißende Licht verbannend. Nun bringe den Himmel, den Schatten der Nacht. Und noch ein Feuerwerk. Diese Welt wurde vom Feuer getilgt. Ihre frühere Gestalt ist nicht mehr sichtbar, doch lebt sie in den Erinnerungen der Leute fort. Deswegen schauen wir am Fest der Wiedergeburt zurück auf die frühere Welt und die erloschenen Leben. Das gibt uns die Kraft, unsere Welt eine neue Form zu geben. Okay.
Okay, geht's zurück zu Pobiano. So, zurück auf die Insel. Einmal hier nochmal schwimmen. Da bist du ja wieder. Hast du etwas über den Brief herausfinden können? Dann war der Brief also eine Warnung vor der 7. Katastrophe? Da bin ich ja beruhigt, dass es keine Prophezeiung einer neuen Katastrophe war. Vielen Dank für alles. Hier ist die versprochene Belohnung. Übrigens sind aus welchen Gründen auch immer weitere Flaschen mit Briefen an den Strand gespült worden. Deren Inhalt ist aber nicht so ernst. Es sind wohl auch jeweils verschiedene Absender. Anscheinend ist es gerade irgendwo Mode, Flaschenpost zu verschicken. Der Strand ist zwar mittlerweile immer wieder recht sauber, aber die angeschwemmten Flaschen müssen natürlich auch noch aufgesammelt werden. Wenn du uns dabei hilfst, bekommst du auch Jubiläumsmarken, welche uns von den Festkomitee-Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurden. Sammelt man mehrere dieser Jubiläumsmarken, kann man sich bei der Festverkäuferin, die gerade auch von einer Dienstreise wiedergekommen ist, gegen verschiedene Souvenirs eintauschen. Sag mir einfach Bescheid, wenn du Interesse daran haben solltest. Okay. Das zeige ich euch nicht, was es ist. Das ist ein kleiner Spoiler. So. Okay. Du hilfst uns beim Aufsammeln der Flaschen. Wenn du eine Flaschenpost am Strand aufgelesen hast, bringe sie zu mir, ja? Ich werde dann die Flasche behutsam öffnen und den Brief herausholen. Viel Spaß. Okay. Ah, es liegt wieder da hinten. Okay. Also drei Briefe. Ah, die anderen Flaschen werden von den Wellen verschluckt. Also, haben wir jetzt erstmal den einen. Dann müssen wir das wahrscheinlich dreimal machen. Dass wir alle drei Briefe lesen. Hast du eine Flaschenpost mitgebracht? Vielen Dank. Hier sind die versprochenen Jubiläumsmarken. Wenn du ausreichend Jubiläumsmarken... Ja klar, okay. Ich will wissen, was in dem Brief steht. Hier ist der Brief aus der Flasche. Lies ihn dir am besten in aller Ruhe durch, während du dem Feuerwerk zuschaust. Der Absender der Flasche wollte bestimmt, dass der Erfinder den Brief liest. Aus einer kleinen Flasche 5, okay. In letzter Zeit ist es mir zur Gewohnheit geworden, durch die Wohngebiete der Abenteurer zu schlendern und dabei die öffentlich zugänglichen Häuser zu besichtigen. Die von uns erdachten Einrichtungsgegenstände werden in einer Art und Weise genutzt und zusammengefügt, wie ich es mir nicht hätte erträumen lassen. Immer häufiger treffe ich auf höchst individuelle Innenausstattungen. Angesichts eines eigentümlichen Aufeinanderstapelns kommen mir zwar auch hin und wieder Sicherheitsbedenken, aber die schöpferische Kraft der Leute erfüllt mich täglich mit neuer Vitalität.
Ich hoffe, dass ihr auch weiterhin euch ohne euch an festgelegte Vorgaben gebunden zu fühlen, eurer Fantasie beim Häuserbau freien Lauf lassen. Ein Möbeltischler. Ja, schauen wir mal, was die anderen Briefe so bringen. Das wird jetzt wahrscheinlich jedes Mal dasselbe sein. Ich werde jetzt einfach cutten und nur die Briefe vorlesen. Aus mittleren... Oh Gott, wie viele Briefe sind denn das? Sieht es nicht schön aus, dieses Feuerwerk, das gerade vor dir in die Höhe steigt? Ich bin einer derjenigen, die für dieses Feuerwerk gesorgt haben. Ich kümmere mich auch noch um viele andere Dinge. Regen und Schnee, die strahlende Aurora bis hin zum magischen Licht. Alles, was für Spezialeffekte auf der Bühne gebraucht wird. Solche Spezialeffekte wie das Feuerwerk sind zwar flüchtige Dinge, die im Handumdrehen wieder vergehen, aber bedenke, dass ihr Erschaffer alles für diesen kurzen Moment gibt. Wir werden auch weiterhin alles in unserer Kraft Stehende dafür tun, die Hauptpersonen auf der Bühne prachtvoller strahlen zu lassen. Ein Feuerwerk. Okay, das scheinen irgendwie Nachrichten von den Entwicklern zu sein. An den Gestaden Modonas versammeln sich gerade die Führer der drei Stadtstaaten. Während ich zuhöre, wie die siebte Ära des Lichts ausgerufen wird, schreibe ich diese Zeilen. An der Entscheidungsschlacht gegen die galäischen Truppen nahm ich als Soldat meiner staatlichen Gesellschaft teil und wurde dort von einer Abenteuerin aus großer Not gerettet. Du, die die galäischen Soldaten im Handumdrehen hinwegfegte, warfst dich sogleich ins nächste Gefecht, noch bevor ich meine Retterin nach dem Namen fragen konnte. Ich wurde in meine Heimat gebracht, wo meine Wunden nun verheilen. Dafür, dass ich meine Familie wiedersehen konnte, bin ich dir auf ewig zu Dank verpflichtet. Ein namenloser Soldat. Okay, das scheint noch eine ganze Menge Briefe zu sein. Ich werde es jetzt so machen. Ich beende jetzt die Folge hier und werde aber morgen ein kleines Special bringen und schauen, dass ich bis dahin alle Briefe gelesen habe. Und dann werde ich das einfach aneinander rein. Bis dahin, macht's gut.